wie du es schaffst, sexuelles Interesse zu kommunizieren, ohne bedürftig zu wirken. Herzlich willkommen, mein Name ist Don John, professioneller Flirttrainer und Dating-Coach und auf meinem Kanal lernst du, wie du fernab vom Online-Dating und fernab vom sozialen Kreis, wann immer du willst, einfach und entspannt im Alltag Frauen ansprechen, daten und verführen kannst. Abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke unten rechts, damit auch kein neues Video von mir verpasst. Und wenn du mich, meinen Kanal und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gibst du dem Video jetzt einen Daumen nach oben und hinterlässt einen Kommentar für den Algorithmus. Zunächst einmal musst du verstehen, dass dein sexuelles Interesse, dass du auf eine Frau stehst, dass du dieses Gefühl hast, dich dafür niemals schämen musst und das auch niemals bedürftig sein kann. Denn das ist einfach nur authentisch. Du sprichst eine Frau an, weil sie dir gefällt und bis zu dem Punkt ist alles cool. Also das kannst du machen und du brauchst keine Angst haben, dass irgendwelche Leute sagen, oh, das ist sexistisch oder oh, ja, der Mann, der darf das nicht, der darf keine Frauen ansprechen oder wenn, dann macht die Frau den ersten Schritt oder signalisiert, dass sie angesprochen werden will. Es ist sehr männlich, es ist sehr authentisch, zu deinem Interesse zu stehen und das zu kommunizieren. Denn jedes Mal, wenn du eine schöne Frau erblickst und denkst, ah, die würde ich gerne vögeln, aber keinen Schritt auf sie zumachst, diesen Impuls unterdrückst und ihr nicht sagst, dass du auf sie stehst, wird dein sexueller Marktwert und dein Selbstwert sinken, weil das nagt an dir, weil du eben nicht authentisch bist. Weil authentisch ist, wenn das, was du denkst, was du fühlst, was du sagst, in Einklang steht mit dem, was du tust. Und wenn du das eben nicht ist, und das ist ja bei vielen Männern, deswegen sind viele Männer ein bisschen verwirrt oder so Nice Guys oder einfach nicht mehr so männlich in der heutigen Zeit, weil die einfach das sich nicht trauen zu kommunizieren, was eigentlich in ihnen ist oder dass etwas verschüttet ist. Also nur, dass du der Frau sagst, hey, ich finde dich geil, ich mag deine langen, schönen Beine etc., das ist sehr maskulin, sehr authentisch und das ist auf gar keinen Fall bedürftig. Was ist denn jetzt konkret bedürftig? Bedürftig ist, wenn du einer dieser Typen bist, der das immer wieder, zum Beispiel über Social Media, die Frau hat neue Instagram-Beiträge gepostet von sich und offensichtlich so anzüglich gekleidet, weil sie ein bisschen Aufmerksamkeit und Bestätigung sich wünscht, dann und du einer der Typen bist, der die Bilder immer liked und immer was darunter schreibt, dann bist du einfach ein bedürftiger Lappen. Dann ist das nicht männlich. Ne? Und Frauen tun ja immer so, sagen, ja, ich mache das ja für mich, ich mache das ja nicht, um gesehen zu werden, um Männer zu beeindrucken. In dem Fall sollst du die Frau fragen, okay, wenn es du der einzige Mensch wärst in der Welt, der existiert und sonst niemand, würdest du dann selbst dich fotografieren und das irgendwo hochstellen oder ausstellen, dass man das immer sehen könnte, entweder du oder andere? Wahrscheinlich nicht. Also das ist ein ganz klares Zeichen, wenn eine Frau anzügliche oder so leicht laszive Bilder reinstellt, dann macht sie das, um gesehen zu werden, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Da führt kein Weg daran vorbei. Das ist der Grund. Sie will damit quasi ein bisschen ihren Marktwert auch testen. Und wenn die das übertreibt und oft macht, dann liegt es daran, dass sie einfach einen geringen Selbstwert hat und die ein bisschen aufpolieren möchte. Und daher darfst du nicht einer dieser Typen sein, der diese Aufmerksamkeit gibt, denn dann bedankt sie sich für die Aufmerksamkeit, aber vögeln wird sie trotzdem nicht mit dir. Der zweite Punkt ist, dass wenn du dein sexuelles Interesse kommuniziert hast und die Frau sich bedankt, aber die nicht so richtig mitzieht, ne? Die hat nicht wirklich Lust, denn dann wirst du ins Überreden kommen und du sollst keine Frau überreden, du sollst sie indirekt überzeugen, indem du einfach ganz normal mit ihr redest, bisschen mit ihr flirtest, dann einen Vorschlag bringst und sie willigt ein oder sie willigt nicht ein. Das ist beides in Ordnung, aber sei nicht einer derjenigen, der dann selbst, kann ja sein, dass sie dir die Nummer gibt etc., dass du immer wieder das Gespräch von dir aus beginnst, das anleierst, dann versuchst ein Date auszumachen, dann verschiebt sich wieder, dann machst du es wieder und wieder und wieder. Das wird auch alles auf deinen Selbstwert gehen. Das ist dann nicht mehr maskulin, weil du bettelst. Ja? Du signalisierst der Frau, hey, ich habe keine anderen Optionen, ich habe keine anderen Möglichkeiten. Weil es ist doch ganz klar und offensichtlich, wenn du mehrere Frauen regelmäßig treffen würdest zum Sex, dann würdest du doch gar keiner Frau mehr hinterher hecheln oder hinterher betteln. Oder wenn du, sagen wir mal, zwar 1, 2, 3 triffst, aber die sind so lala und hast einen, die sehr gut ist, dann hechelst du da auch hinterher, weil es einfach in deinem Datingleben nicht so rund läuft. Also du signalisierst damit, wenn du immer wieder ankommst, immer wieder versuchst, ein Date auszumachen oder immer wieder schreibst etc., dass du ein Mann von geringem Wert bist. Was du stattdessen machen solltest, ist der Frau zu signalisieren, hey,
Du bist cool, ich mag dich, ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen, ich will dich, aber ich brauche dich nicht. Mein Leben ist auch so schon erfüllt. Und wenn du der Frau das vermitteln kannst, dass du dich nicht verbiegst für sie, dass du sie nicht um jeden Preis willst, dann und nur dann wirst du interessanter für sie werden, denn sie merkt, hey, da ist nicht einer dieser Lappen, dem er ständig hinterher schreibt, der hat sogar das akzeptiert, dass ich das erste Date verschoben habe oder da abgesagt habe, aber er macht keine Anstalten, mir 10-mal hinterher zu schreiben. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Irgendwie ist der anders, da will ich mehr wissen. Jetzt werde ich mal ein Date, einen Gegenvorschlag bringen. Und die Frau, was sie auch unterschwellig merkt, ist, hey, ich will vielleicht, also er muss ein Mann in Fülle sein, er ist kein Lappen, er hat ein erfülltes Leben und ich will ein Teil davon sein. Selbst wenn du sie dann nur vögelst und die in Betthäschen von dir ist, wird sie sich wesentlich besser fühlen, mit dir Sex zu haben, als mit einem der Typen, der sie überredet hat, mit ihr Sex zu haben. Ne? Ich sage nicht, dass es nicht klappt, wenn du eine Frau zum Sex überredest, dass es auch nicht ab und zu mal klappen kann. Klar, ab und zu kann man mit der Frau Sex haben. Aber für die Frau wird es nicht so ein Genuss sein, für dich wird es auch nicht so cool sein, weil du merkst, du hast quasi eines deiner Eier hergegeben, nur um mit der Frau Sex zu haben. Das sollte auch nicht sein. Bewahre deinen Stolz, mach es auch nicht jeder Frau recht und versuch auch nicht, auf Teufel komm raus, jede Frau zu verführen, es jeder Frau recht zu machen. So funktioniert Verführung nicht, so funktioniert der Datingmarkt nicht. Der Datingmarkt funktioniert wie folgt: Du musst dir eine sehr große Auswahl schaffen und von dieser großen Auswahl werden dann einige anspringen, einige werden nicht anspringen. Und anstatt jetzt jede zu überreden, versuchst du indirekt zu überzeugen. Und wenn du dann erstmal die ersten Frauen verführt hast, dann wird diese leichte Bedürftigkeit, die du vielleicht jetzt noch hast, die wird abnehmen. Oder auch vielleicht die stärkere Bedürftigkeit. Weil stell dir vor, du versuchst Frauen anzusprechen, zu verführen, hast noch keine einzige Frau, die du regelmäßig triffst oder noch keine One-Night-Stand gehabt oder ganz wenige nur. Stell dir mal vor, du hast jede Woche neue One-Night-Stands, du hast 3-4 Backup-Hasen, die du regelmäßig treffen kannst. Was glaubst du, wenn du dann Frauen kennenlernst, wenn du Frauen ansprichst, wenn du auf Dates bist, wie du dich dann verhalten wirst? Du wirst wesentlich ruhiger sein, wesentlich entspannter. Du wirkst einfach wie ein Mann, der eben auch andere Frauen hat. Und das musst du dir nicht unter die Nase reiben. Die Frau wird das checken. Die wird ganz genau wissen, wen sie vor sich hat. Du musst es ihr nicht mal sagen, dass du auch andere Frauen triffst. Die wird insgeheim spüren, dass du ein begehrenswerter und begehrter Mann bist. Auch Frauen, wenn eine Frau mit einem Mann eine Beziehung eingehen will, dann geht sie lieber mit einem Mann eine Beziehung ein, von dem sie weiß, den wollen auch andere Frauen. Es gab Studien dazu, die durchgeführt wurden, welche Männer attraktiver sind. Männer, die alleine laufen oder Männer, die umgeben sind von 1-2 Frauen. Und selbst obwohl dann, sagen wir, schöner liegt im Auge des Betrachters, aber selbst wenn man es objektiv betrachtet, man kann sagen, okay, der sieht wesentlich besser aus und der sieht durchschnittlich aus. Die Männer, die durchschnittlich aussahen und denen wurden halt Bilder gezeigt, ne? Und der links und rechts waren Frauen mit im Bild, die quasi zu ihm gehörten, die Männer haben wesentlich besser abgeschnitten und diese Frauen wollten auch eher den daten als den Mann, der besser aussah, aber alleine stand. Ne? Also was ich damit sagen will, du musst jetzt nicht mit mehreren Frauen unterwegs sein, um Frauen anzusprechen, sondern du solltest es anstreben, dass du regelmäßig Dates hast, dass du immer wieder ein One-Night-Stand hast, dass du auch 1, 2, 3 Betthäschen hast, denn das werden die Frauen spüren, dass du kein bedürftiger Lappen bist, der es um jeden Preis braucht. Und das ist genau da, wo sich die Frau auch fallen lassen kann, wo sie merkt, auch der Mann, der hat einen höheren sexuellen Marktwert. Mit dem treffe ich mich, von dem lasse ich mich ordentlich durchnehmen. In diesem Sinne, wenn du sagst, hey, das klingt schön und gut, aber genau hier habe ich Probleme. Ich traue mich einfach nicht, Frauen anzusprechen. Ich habe einfach nicht diese Fülle an Frauen. Ich weiß nicht, wie ich neue Frauen kennenlernen kann oder die Frauen, die ich kennenlerne, die reagieren immer blöd. Es klappt leider nicht so, wie ich mir das vorstelle. Dann muss es nicht so bleiben. Du kannst dich gerne für das kostenlose Analysegespräch bewerben unter dem Video in der Videolinkbeschreibung oder oben rechts bei dem i. Da klickst du einfach drauf, schickst die Bewerbung ab und ich melde mich innerhalb der nächsten 7 Tage bei dir und zeige dir Schritt für Schritt, wie wir das gemeinsam umsetzen können. Bis zum nächsten Video.